Ja, immer. Ich will nur kurz festhalten, ich habe gerade mein Video vom 8. September hochgeladen. Schneide gerade am Video. Danach. Lecker. Und film gerade noch eins. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich bin momentan noch ein bisschen im Stress. Also ich sollte im Stress sein. Ich mache mir aber überhaupt keinen Stress. Weil irgendwie, ich muss noch eine Hausarbeit schreiben. Da kommt gleich noch der Felix. Machen wir das zusammen. Fangen wir wenigstens mal an. Bis zur nächsten Woche. Ich habe jetzt Glück, dass ich die Woche frei habe, dass ich da viel arbeiten kann. Aber wir wollten schon Anfang des Monats und auch Ende letzten Monats eigentlich schon anfangen. Also im August. Jetzt ist der 9. September. Irgendwie habe ich nie so Motivation und wenn ich dann arbeiten bin, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn ich weiß, dass ich in 2 oder 3 Stunden irgendwo hin muss oder irgendwas anderes mache oder so, kann ich mich nicht für die 2 Stunden hinsetzen und konzentrieren. Macht das Sinn? Noch 10 Jahre. Ja. Wo fängst du denn? Ich glaube nicht, dass es bei mir 10 Jahre anders ist. Weil wir jetzt Schmerzen haben. Aber wir jucken dich, ne? Ich nicht. Wenn wir ein bisschen über, dann machen wir wieder die Reste mit ein bisschen was dazu. Ich glaube, heute ist eher so ein organisatorischer Tag. Zimmer aufräumen und dann fange ich noch was in der Wohnung um. Und plan so ein paar Sachen, wie ich das jetzt die nächsten Wochen mache. Aber sonst wollte ich heute Abend mit der Hausarbeit anfangen. Ich hoffe, das schaffe ich dann auch. Dann jetzt gehe ich gleich noch kurz in die Stadt. Baue ein paar Sachen. Hilft mir. Ich kann so aber keine Socken zusammenräumen. Ich schneide gerade mein Video und eigentlich ist gerade der perfekte Moment schon mit der Hausarbeit anzufangen. Aber irgendwie bin ich so im Moment wieder viel zu sehr in so Social Media und so versunken. Und das finde ich so schade, weil ich nehme mir immer Sachen vor und ich habe dann genau in dem Moment, wo ich mir so viele Sachen, also nicht viele Sachen vornehme, aber genau in dem Moment, wenn ich mir die Sachen vornehme, dann habe ich wieder gleichzeitig irgendwie ja nicht keine Lust darauf, aber irgendwie dann andere Sachen, wo ich dann schneller so hängen bleibe oder so. Ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall sehr nervig.
Zum Beispiel jetzt müsste ich eigentlich die Hausarbeit machen. Jetzt schneide ich gerade ein Video, habe aber auch Lust, Anziehsachen rauszusortieren und sowas, wo ich eigentlich halt die Hausarbeit wichtiger, ganz dringender ist. Papu! Und mir ist auch klar, dass die Hausarbeit eigentlich meine Priorität sein soll. Und dass ich jetzt noch 3 Tage Zeit habe. Ich glaube, das Problem ist, wenn man einmal im Stress so spät angefangen hat und der Körper dann weiß so, ey, du schaffst das auch in kurzer Zeit, dass man dann irgendwie sich schwer fokussieren kann, wenn man noch genug Zeit hat. Ich sehe gerade auf der grünen Wand sind sehr weit oben Kratzspuren. Also da. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Den Katzen habe ich gerade Futter gegeben. Ich habe jetzt noch ein bisschen weiter geschnitten. Man hört sie, glaube ich. Ich wollte nochmal erklären, ich weiß nicht. Ich habe mir auch vorhin so gedacht, so, Elena, du hättest dich einfach hinsetzen können. Jetzt genau, wenn du es aussprichst, dann setz dich doch einfach hin und mach das. Und morgen habe ich geplant. Morgen habe ich geplant, wirklich mit der Hausarbeit anzufangen. Oh, ich habe das schon so oft gesagt. Ich habe ja auch schon angefangen. Es ist nicht viel, aber ich muss mich halt einmal dran setzen. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich mir morgen... Was ist mit meinem Kopf los? Hallo? Dass ich morgen in den Park fahre mit meinen Sachen und mich hinsetze und anfange. Weil... Ich habe jetzt so neue Stifte geholt. So, ich schweife die ganze Zeit ab. Ich bin so... Mein Kopf denkt sich so, nee, ey, Hausarbeit wird nicht. Ich habe keinen Plan. Deswegen, es tut mir sehr leid, wenn die nächsten Videos oder irgendwas alles so durcheinander ist. Aber ich habe wirklich keinen Plan, was ich irgendwie machen will. Hola. Hey, es ist jetzt Samstag morgen. Gestern konnte ich noch echt viel für die Hausarbeit machen. Aber halt nicht so viel, wie ich eigentlich wollte. Aber ich bin auch einfach richtig dumm. Warum fange ich nicht früh genug damit an? Oder okay, ich bin jetzt nicht im Stress, aber warum nehme ich mir immer so viele Sachen dann vor? Irgendwie, ich habe das Gefühl, immer dann, wenn ich was wirklich machen muss, dann nehme ich mir immer so viele Sachen vor. Und das sind auch so banale Sachen, wie zum Beispiel Anziehsachen aussortieren. Oder irgendwas anderes, was ich auch ein anderes Mal machen kann, was ich nicht genau in dem Zeitpunkt schaffen muss. Wo ich mir dann aber selber sage, ja, dann machst du es halt nicht, dann ist es halt trotzdem noch in meinem Kopf drin irgendwie. Deswegen habe ich mir so eine Liste jetzt geschrieben, was ich machen wollte, damit ich irgendwie da reinkomme, ich weiß nicht. Und klar, ich hätte mit der Hausarbeit auch schon vor einem Monat oder vor 2 Monaten angefangen, aber in der Zeit hatte ich noch
überhaupt keine Motivation dafür. Da konnte ich mich nicht so darauf fokussieren. Ich meine, jetzt auch nicht viel besser, aber da halt gar nicht. Und da hatte ich halt noch so andere Sachen, wo ich richtig Bock drauf hatte. Und dann lasse ich die Sachen nicht stehen und liegen, nur weil ich dann schon vorher mit der Hausarbeit fertig sein könnte. Ich weiß nicht, so bin ich nicht. Das Problem ist, ich weiß ja, dass ich das kurz vor knapp hinkriege. Ich meine, ich habe für meine Abi-Klausuren habe ich 2 Tage vorher angefangen zu lernen. Deswegen, ich weiß, dass ich hinkriege. Alles das Problem, wenn man einmal das so kurz vor knapp gemacht hat, dann sieht man ja nicht die Notwendigkeit, wenn man's, dass man es halt früher mal anfangen sollte. Naja. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Heute ist Samstag, ja. Ich glaube, das war's nicht. Dann jetzt auch mit dem Video. Viel mehr als Hausarbeit schreiben mache ich jetzt nicht mehr. Ja. Tschüssi.